Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo. Wir tragen beide Rotbraun. Ja. Fallschirm! Versuchen Sie einen Schneider, um den Fallschirm zu kaufen. Was? 5 Stück? Ich dachte, ich besuche jetzt den Schneider, um eine Tasche für meine Fallschirme zu bekommen. Schneider, ich brauche eine Fallschirmtasche. Eine was? Tasche? Fall... Hier, das hier. Ich brauche eine Bank. In allererster Instanz brauche ich eine Bank. Ja. Damit der nicht mein Geld einsteckt und ich wieder lächerlich reich bin. So. Lass den Trockner ganz. Nee. Die Waschmaschine. Was auch immer. So, dann wollen wir doch einmal gucken. Hier bin ich. Wo will ich hin? Wiederhergestellte Erinnerungen. Wiederhergestellte Erinnerungen. Ist ja die ähnliche Richtung wie der Plot. Ähnlich. Nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Das ist gut. Ja, salute voi. Ich habe beschlossen, ich könnte zur wiederhergestellten Erinnerung gehen, bevor ich den Plot mache. Das kannst du tun! Oder habe ich noch Aufgaben von Christina übrig? Die Heuhaufen haben es jetzt schon bis nach Rom geschafft. Die war von Anfang an in Rom. Nein, nein, das ist eine ganz neue Bedrohung. Die Pferde, ich denke ständig an die Pferde. Steht mir nicht im Weg rum. Irgendjemand hat seinen Schirm verloren. Sieht unbedingt aus. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das? Hephaistos E-Mail-Netzwerk. Laden.
Verborgener Absender. Hallo Desmond. Vor allem ist es 1506. 1506. Hallo Desmond. In deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von der höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls Ezio Auditores Erinnerungen aus 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen über unsere Mission finden können. Mithilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich, deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenig Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Die trauen Lucy auch nicht. Aber Sean auch nicht. Ja, ganz ehrlich, ich Sean. Was willst du denn jetzt damit über unseren besten Freund Sean sagen? Sean ist vielleicht nicht der aller... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also stell dir mal vor, die italienischen Affen kommen und dann plaudert Sean doch alles aus. Der Zorn der italienischen Affen. Nein, 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 Desmond hat dann eine wiederhergestellte Erinnerung. Wer ist Desmond? Da Vinci's verschwinden. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Ich bin schon ein Weilchen hier. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Addormentata. Irgendwas sagt mir, das spielt nach den Ereignissen in Rom. Leonardo, der Apfel ist jetzt... Ja, nein, er ist in den Händen des Papsts. In Sicherheit. Da kommt er wenigstens nicht weg. Genau. Zur Diebeske. Habe ich dir gesagt, dass ich auch die Teleportation erfunden habe, Ezio? Nein. Salai in der Diebesgilde finden. Du leuchtest schon so hübsch. Di nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Der beste Freund von deinem Meister hat keine Zeit. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius' Mönchen?
Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Ezio ist immer ein besseres Angebot. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Ich aber! Oh, bist du. Das war einer mit dem Robo, oder? Nein, das sind Zivilisten! Oh. Weiterer Zivilisten! Du hast zwei Zivilisten erworben! Greift mich, glaube ich, nichts an. Oh! Naja, gut. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ja. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort nur zu einem Mann kann sich Assassinen rufen. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher. Rennt er denn hin? Wo läuft er denn? Schnell, der Junge. Der pfuscht. der hat auch ein Teleportationsgerät von Leonardo dabei. Jo. Ja, ich laufe den Weg jetzt zu Fuß. Guter Plan. Alle Wachen! Immer welche so. Wachen? Ich kann auch furunkeln, pusten, süßen und andere Bäume. Versuchst du jetzt die Rede des Arztes musikalisch zu untermalen? Total. Das ist schon besser. Ich meine, so ein bisschen Musik und dann würde das auch gut klingen. Ich kann auch furunkeln. Und so wurde der Werbejingle erfunden. Ja! Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf. Nein! Los! Ergreift ihn! Ey, du anhältst! Kannst du dir deinen Tod aussuchen? Was, ehe ich anhalte, kann ich mir meinen Tod aussuchen? Ezio muss nicht selber kämpfen, der hat da Leute für. Eben. Ich hab doch gar nicht im Kampf mit eingegriffen, ich war's nicht. Übrigens, La Volpe, deine Leute, die müsstest du mal ein bisschen zurückpfeifen. Ah. Sie können ja mit Salai machen, was sie wollen, aber mich angreifen geht so gar nicht. Ich glaube, Wolpe kenne, sagt er, das sind nicht meine Leute, die gehören zu Nicolo. Die haben sich nur als meine Leute getarnt. Denn der jetzt im Vordergrund stand, sondern dass er sie nur nicht starrt. Ich mag auch die Wachen, die gerade die. Lauf,
Also die Wachen sind doch mal manchmal ganz nett. Ja. Ja, ich lass dich doch leben. Wo hab ich? Oh, es ist nicht so wichtig. Hebt ihr bei jedes Mal Geld auf oder was tut die? Ich glaube, die ist etwas vergesslich. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon. Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir. Hört her! Leonardo, du brauchst bessere Assistenten. Oh ja. Ich umgehe sie. Pass besser auf, Freunde. Bitte, benehmt euch. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagte, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Hallo, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Ist kein Ort für dich. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Wie Romulus. Ja, Entschuldigung, hast was gegen meine Rüstung einzuwenden? Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir. Excuse. Ja, ich bin demnächst achtsam. Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hatte. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Packt sie! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Ja, wenn die betäubt sind, kann das jeder, Junge! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Ich bin vorbereitet. Davon erzählte ich muss ganz sagen, also Ezio hat die alle umgebracht. In seiner Nähe gesehen. Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Frag den Meister selbst, wenn sie ankommen. Ich aus nicht. Ihr seid wahrlich Ezio Auditore! Ja! Was bringt ein Mann dazu, sich so zu benehmen? Los, los! Anonym werde, um diese Mission zu beenden. Und Sanae gekämpft. Angriff! Ach, die sind auch wieder aufgetaucht. Ja. Also wollen wir. Piep.
Irgendwas sagt mir, Salah, es gibt da einfachere Wege, um hier hinzukommen. Bisschen. Maestro! Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo. Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Sekunde, Lucrezia hat irgendwann wen geheiratet? Anscheinend. Ich meine, ihren Bruder willst du umbringen? Vielleicht hast du das ja geschafft, weil da war der ja nicht mehr verfügbar. Ja, mag sein. Auf zum Plot! Eben, der spielt ja vor der Erinnerung. Eben. Ich dachte gerade, seit wir heute angefangen haben, habe ich glaube ich noch nichts am Plot gemacht. Ja doch, du bist Il Maestro geworden. Il Magister. Ich bin der Obermeister, genau. Und du hast Claudia vom Dach geschubst oder so. Nein, die ist gesprungen. Ja, das behaupten sie alle. Ich gehe fest davon aus, dass es Claudia gut geht. Die muss doch meine Nachfolgerin werden. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Hast du Mama seitdem gesehen? Nee, die hast du auch vom Dach geschubst. Hast du Nicolo seitdem gesehen? Nein, also wen hast du noch alles da runtergeschmissen? La Volpe. Oh, den auch noch. Deine Anwärter, die habe ich noch ein paar Mal gesehen. Nein, die habe ich auf Reisen geschickt. Du siehst immer nur die voll Ausgebildeten. Die sind doch inzwischen längst zurück, deine Anwärter. Apropos. Die sind inzwischen längst zurück. Die können aufsteigen. Ich weiß, es ist ein Umweg, aber... Ach, Ivo. Was der so tief verehrte heilige Bimbam? Es war der Vater, aber das wird jetzt Pilger werden gebeten, Diebstähle, Unfälle und der zutiefst verehrte heilige Vater. Keine hohe Meinung vom Papst, so.